Nein! Nicht schon wieder! Verdammt! Jetzt hilf mich bald auf! Ehrenwort! Jetzt war's schon wieder hier! Also, es kommt nicht von mir! Hol ich mich zuerst im Checkpoint. Fail. Hä? So. Habe ich jetzt verfehlt. Ist egal. Ziel? Ja, jetzt habe ich schon beides. Sehr praktisch. So. Jetzt mache ich noch das 20. Level und dann wird gespeichert. Also wird noch der Boss gemacht, dann wird gespeichert. Das muss ich nie mehr machen. Haha. Behaving. Das ist ein Wort aus, also ja, ein zusammengesetztes Wort aus be und have. Und zusammen würde das behave heißen. Und behave ist halt so eine, ein englisches Wort. Behave heißt so viel wie behave, reagieren, so irgendetwas, agieren. Oder wie etwas ist, das glaube ich heißt es. Eigentlich bin ich besser im Englisch, aber dieses Wort liegt mir jetzt nicht wirklich auf der Zunge, ehrlich gesagt. So, ich werde jetzt... Ich weiß, dass hier ein Bonus-Level ist, ich werde aber zuerst versuchen, hier irgendwie alle Kisten zu holen und so. Ha, die Bienen können mir diesmal nichts anhaben. Ha, ha, ha. Wow. Klar. Ich hab's doch genau ausgerichtet gehabt. Und nicht gut genug. Weiter. Weg da alle zusammen. Okay. Nur zu eurer Information, seht euch Nitros genau an. Fällt euch was auf ihn auf? A. Sie bewegen sich nicht. B. Sie sehen wie normal Nitros aus. C. Es steht TNT drauf. Richtig, sie bewegen sich nicht. Das heißt, man kann auf ihn rumtun, wie man will. Okay, zurück. Oder besser gesagt, weitermachen. Ja, das Bonus-Level will ich jetzt nicht machen. Erstens habe ich schon gut Leben verloren und zweitens habe ich einen Zeitplan, den ich einhalten muss. So. Weiter. Checkpoint.
Checkpoint und runter. An den Nitros vorbei. Das war ein Fail. Egal. Bium. Okay, das wird jetzt schwieriger. Aber seht ihr, was ich meine? Die Nitros bewegen sich. Es macht auch nichts, wenn ich die Nitros in diesem Level nicht nehme. Kann ich ja nicht. Will ich auch nicht. Aber die werden am Ende mit der Nitro Aktivierungskiste, werden die alle zerstört. Das ist schön, ich kann hier alles eigentlich so fertig laufen. Ah, ich liebe mich alle nicht. So. Und damit sollte ich alle Kisten gesammelt haben. Das ist, dem ist doch so. Und schon habe ich es geschafft. Ja. Hier kann man auch noch einen lila Edelstein holen. Oh, es kommt wieder was. Crash, ich habe herausgefunden, dass unsere Gegner angeführt werden von Dr. Nitros Brio, dem Erfinder des Evolver Ray. Brio war damals verantwortlich für unser Missverständnis. Er hat mich gezwungen, ihm bei seinen Weltmachtplänen zu helfen. Und jetzt versucht er schon wieder. Er wird sich uns in den Weg stellen. Sei vorsichtig, Crash. Verwende die Plattform. Gib die Kristalle und... Ja. Jetzt hat eben auch herausgefunden, dass Nitros Brio eben alle Kristalle will und damit den Cortex zerstören will. Das hat er natürlich bemerkt, jetzt der Cortex. Und jetzt versucht er, den Crash zu überzeugen, dass der Nitros Brio ein böser Mann ist. Ob das jetzt ein böser Mann ist? Eigentlich nicht, nein. Und Cortex hat auch gelogen, als er gesagt hat, er habe ihn gezwungen, bla bla bla, das mit Melvolvore. Aber das stimmt gar nicht, denn eigentlich ist Cortex der führende Kopf der beiden gewesen. Wie Dr. Cortex, Kappe, geben Sie mir die 20 Kristalle, die Sie gesammelt haben. Nein, die gebe ich dir nicht, danke. Übrigens, die Wumpas kann ich mit der Kreistaste abfeuern. Ah, fuck. Nur auf mich gehabt. Wow, Glück gehabt. Aber eigentlich ist er dumm. Okay. Fail. Schon nicht so ein einfacher Boss.
Nee. Schon wieder zu Asche verwandelt worden. Irgendwie hat sich dieser Arm wieder total erholt. So. Will ich zuerst mal testen, dass die Raketen fällt. Ah, so. Der Werke abfeuert. Ja. Oh nein! Gefällt! Mein Bruder ist ja wenigstens nach Hause gekommen. Deshalb habe ich auch nicht mehr viel geredet. So macht die verdammten Arme auf, ja. Komm schon. Komm schon, geh kaputt, ja. So, das gibt es so viel hier. Da wird nur kein einzelner abfeuern. Glück gehabt. Jetzt muss ich aufpassen. Letztes Mal hat mich total überrascht damit. Schwierig. Da muss ich ja immer im genau richtigen Moment da sein. So. Einfach Geduld haben. Ja, es ist gegangen. Dein Zorn wird dich retten. So, jetzt kann ich speichern. Bin ich noch den letzten Warp Room und dann kann ich weitermachen. Oh, noch eine Message. Ah, was ist dein Problem, Bandicoot? Ich werde dich nicht noch einmal bitten, mir die Kristalle zu bringen. Hol die übrigen 5 Kristalle, Crash, und
Bring sie mir! Ich glaube, ich habe mit den guten Engine ein bisschen aufgeregt. Soll mir recht sein. Soll mir recht sein. Jetzt habe ich schon weitere 2,5 Stunden gespielt und schon bei 69%. Wenn das so weitergeht, bin ich in einem guten Tempo fertig. Und ja, damit verabschiede ich mal von heute. Und wahrscheinlich werde ich übermorgen oder so weitermachen. Ja, ist egal. Wenn es eh nicht erfahren, also von dem her. Ja. Bye. Oder so. Bye. Ja.